der Gewerbesteuer der Betriebe am Flughafen Kassel-Calden. Damit erhält die Stadt Kassel genau 0 Euro Gewerbesteueranteil als Rückfluss der versenkten Gelder. Die Gewerbesteuereinnahme der Gemeinde Calden betrug im Jahr 2016 genau 2.684.271 Euro. Damit ist auch die kleine Bäckerei von nebenan enthalten. Der Baukostenanteil der Stadt Kassel in Höhe von 15,5 Millionen Euro ist kreditfinanziert. Die Zinskosten tauchen aber bisher nicht detailliert auf, der Tilgungsaufwand ebenfalls nicht. Die Darstellung der Defizitabdeckung beschränkt sich auf das Jahresdefizit der Flughafen GmbH, dann wären wir bei 6 Millionen. Dabei wird die rechtlich bindende und auch nicht erstattungsfähige Zahlung für hoheitliche Aufgaben nicht mit einbezogen. Wenn diese Spende von Land, Stadt und Kreis, die Gemeinde Kassel zahlt, nämlich nicht erfolgen würde, würde das jährliche Defizit um rund 3 Millionen Euro höher ausfallen und dann wären wir bei roundabout 1,1 Millionen Euro basierend von 13% Anteil der Stadt Kassel. Der schwarz-grüne Koalitionsvertrag vom 23.12.2013 basiert im Grunde genommen, ich muss es leider an dem Fall mal sagen, auf geschönten Zahlen. Das mit 8,1 Millionen Euro für das Betriebsjahr 2014 bezifferte Defizit überschrieg allerdings die freiwillige Zahlung des Landes in Höhe von 5 Millionen Euro an die Flughafen GmbH. Damit betrug das Defizit im Jahr 2014 nicht 8,1 Millionen, sondern mehr als 13 Millionen. Letzter Punkt, der Anteil des Umsatzerlöses an der Summe der Erträge betrug im Jahr 2015 weniger als 10%. Insofern stellt diese Tatsache eine bemerkenswerte Kostendeckung dar.